der Christ ist eigentlich zur Freude verpflichtet, weil er erlöst ist. Ich denke immer an diesen schönen Satz von der Nietzsche, der gesagt hat, der Glaube ist ja was Schönes, der christliche Glaube, der wird mich ja überzeugen, wenn nur die Christen ein bisschen erlöster aussehen. Und das habe ich mir immer so hinter die Ohren geschrieben, dass ich dachte, wir müssen wirklich Freude ausstrahlen. Ja, und das versuchen wir den Schülern gegenüber zu tun. Und die Schüler, die Antworten, beantworten das auch in der Weise. Was war damals der wesentliche Grund für die Eröffnung einer Mädchenschule mit Internat? Warum nicht eine gemischte Schule? Ach, weil einfach Mädchen und Jungen völlig unterschiedlich sind. Und gerade wenn sie sich entwickeln sollen und entfalten sollen, sollen sie das unter sich tun können. Ich habe die Erfahrung gemacht, auch, dass die Jungen und Mädchen sich stören, wenn sie in der Pubertät sind. Und später stören sie sich dadurch, dass sie sich eben dann gegenseitig hofieren und das lenkt ab. Und es ist halt immer im Sinne der Kirche gewesen, dass man die Geschlechter trennt. Worin würden Sie das besondere Profil Ihrer Schule und Erziehung sehen? Erziehungsziel ist, dass die Mädchen gottgefällig leben lernen, dass sie wirklich sich am Willen Gottes orientieren und das in ihr Leben immer übertragen. Und dazu ist notwendig, dass sie wissen, dass sie von Gott geliebt sind und dass sie selbst auch dieses weitergeben. Und das betrifft dann auch unseren Erziehungsstil selbst, dass wir auch den Schülern so begegnen müssen, dass sie auch immer wieder Gott durchscheinen sehen. Dass man wirklich mit Vertrauen und Liebe die Schüler führt. Ist nicht immer leicht in der Pubertät, wenn sie einem widersprechen. Die Regeln müssen ja durchgezogen werden, müssen auch konsequent eingehalten werden. Aber dass man trotzdem dabei die Liebenswürdigkeit nicht verliert, das ist eines der wichtigen Erziehungsstile unseres Gymnasiums. Dass eben religiöse Frauen sind, die in der Lage sind, nachher eben auch eine gute Ehe zu führen, eine gute Ehefrau zu sein und vor allem gute Mütter zu sein, die ihre Kinder auch wieder religiös erziehen. Das, was unsere Mädchen hier am meisten prägt, das ist die Liturgie und was sie am meisten stärkt, sind die Sakramente. Das ist das, was der Heilige Don Bosco ja auch wollte in so einer Schule. Erstens, dass sie gute Kameraden haben, dass sie vor allen Dingen zusammen beten und zusammen die Sakramente empfangen. Gerade Beichte, Heilige Kommunion, Heilige Messe. Und das ist etwas, was wir versuchen, unseren Mädchen wirklich ins Herz zu schreiben. Singen macht munter und singen macht Mut. Singen macht Spaß, singen macht Spaß. Unsere Schule hat das Profil eben Kunst und Musik. Und zwar deshalb, weil wir ja eben uns der Tradition verpflichtet fühlen, im christlichen Abendland. Die Schüler sollen auch wirklich kulturell da geprägt werden. Und zwar von der Kultur des Wahren, des Schönen. Malen und Zeichnen, die das Herz erfreuen, die das Gemüt heben. Und so eben auch mit der Musik, dass sie schöne Musik spielen und eben das Ohr dadurch geschult wird. Von unseren Schülerinnen haben, ich würde sagen 80, spielen ein Instrument. Ob das Cello ist oder Geige oder Harfe oder sogar Hackbrett. Alle möglichen Instrumente werden hier gespielt. Und dann wird auch immer wieder ein Hausmusikabend gegeben, dass sie die Möglichkeit haben, das auch anderen Menschen vorzuspielen und diese Musik nicht nur für sich alleine zu machen, sondern eben auch damit Gutes zu tun, ja, und andere Menschen zu erfreuen. Wir schotten die Kinder nicht ab. Wir müssen uns ja mehr oder weniger auch darauf einlassen. Heutzutage geht alles nur noch mit Computer. Gerade damit sie damit richtig umgehen, muss man sie tun lassen und muss ihnen auch im Zügel etwas freier lassen. Allerdings nie alleine lassen. Wir dürfen sie niemals allein lassen mit der Technik, sondern müssen sie gut uns auch mit ihnen immer darüber unterhalten, sie auch warnen. Wichtig ist, wir wollen sie ja nicht außerhalb der Realität erziehen. Sie müssen ja nachher, wenn sie von uns weggehen, im Leben bestehen können. Und dazu müssen sie auch sich mit diesen technischen Errungenschaften auseinandergesetzt haben. In unserem staatlich anerkannten Gymnasium wird nach den Plänen des Landes NRW unterrichtet. Entsprechend der Landesverfassung ist uns die Ehrfurcht vor Gott ein wesentliches Erziehungsziel. Auf der Basis des christlichen Menschenbildes
sind wir bemüht, eine umfassende Bildung zu vermitteln. Aus einem Empfehlungsschreiben des Bürgermeisters. Anlässlich der jährlichen Abiturfeier wird ein hohes Niveau der Abiturleistungen deutlich. Interessierte Eltern mit ihren Töchtern sind eingeladen, die Schule einmal vor Ort kennenzulernen. Auch Probetage sind möglich als Hilfe zur Entscheidungsfindung. Als Privatschule sind wir um Patenschaftsspenden bemüht, um kein Kind aus finanziellen Gründen abweisen zu müssen. Dürfen wir auch Sie über unsere Initiative Patenschaft 500 Plus und über unsere Schule eingehender informieren? www.theresiengymnasium.de. Ansprechpartner in allen Anliegen der Schule ist Schwester Michaela Metz, St. Theresien-Gymnasium, 53809 Schönenberg, Telefon 02295 908 600. Auf Wiedersehen und alles Gute und Gottes Segen wünscht das St. Theresien-Gymnasium.